habe so viele Nachrichten bekommen, ob ich denn nicht mal zeigen kann, wo man überhaupt diese A Cappella runterladen kann. Da dachte ich mir, ich packe das einfach hier in dieses Video und zeige euch einfach mal, wo ich meine A Cappellas runterlade. Let's go! Servus meine Freunde, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, ich befinde mich wie in jedem Vlog hier auf dem Kanal in meinem Studio und ich muss jetzt erstmal wieder hier ein paar Softboxen anmachen, damit ihr mich sehen könnt. Erstmal wollte ich mich bei euch recht herzlich bedanken für den heftig krank geilen Support auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook. Ich habe ja vor kurzem meinen neuen Remix hochgeladen und der ist wirklich gut bei den Leuten angekommen. Ich habe sehr viel Zeit in diesen Remix reingesteckt und man merkt schon, die Qualität zu meinen alten Remixen, sage ich mal, ist auf jeden Fall gestiegen, ist viel, viel besser geworden. Ich fand es auf jeden Fall richtig geil und ja, heute gehe ich mal ein bisschen auf eure Kommentare ein von den ganzen Videos, die ich bis jetzt auf YouTube habe. Und zwar würde ich sagen, ich schmeiße jetzt mal kurz den PC an, dann starten wir. So, Strom für den PC. Die, wo es wissen wollen, weil ich ja hier unten in meinem Keller produziere und auch Internet brauche und hier ziemlich viele Wände sind, ich benutze hier so einen TP-Link. Ja, ich hole mir das Internet sozusagen über den Strom. Funktioniert echt super, also ich kann es euch empfehlen, wenn ihr irgendwo auch im Keller seid oder irgendwo ja, in einem Raum euch befindet, wo ihr schlechten Empfang habt, holt euch das WLAN über, ja, über den Strom, über den Stromkreis und somit bekommt ihr fast die ganze Leistung. Das heißt, ich stecke jetzt den noch schnell an. Da sieht man es auch nochmal, hier blinkt es jetzt, zack, schon bin ich mit dem Internet verbunden. So einfach geht es. Und ich würde sagen, ich schmeiße jetzt mal meinen PC an. So. Ich bin immer wieder überrascht, wie geil es da unten immer aussieht. Abgesehen jetzt von den Kabeln, aber die Beleuchtung. Ist auch geil. Über die Kamera sieht es jetzt aus, als wäre das blau. Dabei ist es lila. Auch geil. Frage an euch, vielleicht kennt sich ja einer mit PCs ein bisschen aus. Weil ich habe schon viele Kommentare immer bekommen von Equip oder von Vorschlägen. Deswegen, vielleicht habe ich hier einen Zuschauer, der sich ein bisschen damit auskennt. Ich arbeite ja hier mit einem Audio-Interface. Und immer wenn ich dieses Audio-Interface an meinem PC anstecke und nicht den PC hochfahren will, bootet der nicht richtig. Ich weiß nicht, an was das liegt, keine Ahnung. Vielleicht weiß das ja einer von euch. Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Deswegen, ich muss halt immer den PC so starten und dann kann ich erst mein Audio-Interface anstecken bzw. anschalten. Ich habe keine Ahnung, an was das liegt. Und es ist halt schon immer nervig, obwohl es eigentlich nur ein Kabel ist. Aber ja, vielleicht weiß es der ein oder andere von euch. Wie gesagt, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Das Video wird wahrscheinlich ein bisschen wieder durcheinander sein, weil ich habe ja gerade gesagt, ich will ja auf die Kommentare von euch eingehen, weil ich immer wieder ja, Fragen bekomme oder irgendwelche Nachrichten bekomme, wie gesagt, auf YouTube oder auf Instagram. Die mein Instagram-Profil noch nicht kennen, der ist immer unten in der Infobox verlinkt. Könnt ihr gerne mal abchecken, könnt ihr mir auch gerne fragen oder sonstiges irgendwas schicken, was euch interessiert oder was ihr wissen wollt. Ich versuche, wie gesagt, immer alle Fragen zu beantworten. Ja, da ich ja auf Kommentare von euch heute eingehen will, hat mich nämlich ein Zuschauer über Instagram gefragt, ob ich ihm denn mal zeigen kann in einem Video, wie man Monitorboxen, also diese guten Teile hier, überhaupt anschließt. Ja, ich beantworte dir diese Frage jetzt. Ganz simpel und ganz easy. Hier ist die Rückseite von meiner KRK-Anlage und zwar einfach nur per XLR. Dieses XLR-Kabel, beziehungsweise ich habe ja zwei Boxen, das heißt zweimal XLR brauchst du und natürlich brauchst du dann auch ein Interface, ein Audio-Interface. Ich habe das Focusrite, ich verlinke euch oder ich habe euch immer die Produkte unten in der Infobox verlinkt. Ihr schließt es einfach ganz normal dann an euer Audio-Interface an. Ich habe zum Beispiel XLR auf Klinke genommen. Das sieht dann so aus. Also hier wird einfach ganz normal von Box links, genau, also von dieser Box hier, geht einmal das Kabel hier rein und einmal von dieser Box. Und ja, somit kannst du deine Monitorboxen in Betrieb nehmen, anmachen und Musik machen. So, dann ja, was ich noch kurz sagen will, die Leute, die meinen Remix noch nicht gehört haben oder noch nicht kennen, ich blende mal hier eine kurze Sequenz ein.
Leute, ich bin mega stolz drauf. Ich bin mega happy, dass es so gut bei euch angekommen ist. Wie gesagt, ich habe so viele Nachrichten bekommen, so viel positives Feedback. Und es zeigt mir einfach so, hey, mach weiter, gib Gas, komm, hau gleich einen neuen Remix raus. Ich bin schon an einem dran. Ja, und dazu kommen wir gleich zu der nächsten Frage von einem Zuschauer, beziehungsweise eigentlich von mehreren Zuschauern. Ja, zum Beispiel in meinem letzten Video habe ich euch ja gezeigt, wie man jeden Song remixen kann. So, jetzt habe ich zahlreiche, wirklich Leute, ich habe so viele Nachrichten bekommen, ob ich denn nicht mal zeigen kann, wo man überhaupt diese A Cappella runterladen kann. Da dachte ich mir, ich packe das einfach hier in dieses Video und zeige euch einfach mal, wo ich meine A Cappellas runterlade. Let's go! So, und zwar, eigentlich gibt es für mich nur eine Seite. Gut, es gibt zwar auch mehrere Seiten, aber hier beziehe ich meine A Cappellas. Und zwar von dem YouTuber oder der YouTuberin, ich weiß es nicht. Der Kanal nennt sich MS Project Sound. Und hier seht ihr etliche A Cappella. Das heißt, der nimmt den originalen Song, wie ich in dem letzten Video schon erklärt habe, und filtert wirklich die Instrumental raus, damit einfach nur noch die A Cappella, also die Vocals, übrig bleiben. Und ihr könnt auch gerne mal ein Tutorial auf YouTube eingeben. Es ist sehr, sehr kompliziert, sowas zu machen. Und da muss man auch ein bisschen Ahnung davon haben. Ja, also Hut ab an die Leute, die das machen und dann auch noch hier auf YouTube, ja, zum Download kostenlos anbieten. Ihr müsst halt immer, wie gesagt, aufpassen, ob ihr dann, wenn ihr daraus einen Remix machen wollt, ob ihr den dann auf YouTube hochladen könnt. Ich habe euch ja 10.000 Mal schon gesagt, ihr müsst immer schauen wegen der GEMA, weil die GEMA sitzt euch immer im Nacken und sagt, hey, nein, diesen Song darfst du nicht remixen, diesen Song darfst du schon remixen. Deswegen informiert euch, schaut auf YouTube in den Richtlinien nach und prüft das Ganze. Hier könnt ihr, wie gesagt, die ganzen A Cappellas runterladen. Ja, es gibt natürlich viel, viel mehr Songs, aber er hat halt so mitunter die bekanntesten hier A Cappellas reingepackt bzw. hochgeladen. Zum Beispiel Avicii, Major Lazer, Chainsmokers, Avril Lavigne. Boah, ich liebe dieses Lied, das ist so geil. Vielleicht mache ich da einen Remix draus, ich weiß es noch nicht. Ich habe nämlich schon ein Projekt wieder am Start, dazu kommt aber auch wieder ein Video. Ich sage ja, ich bin nur am Videos drehen, aber mir fehlt einfach die Zeit dazu. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen oder irgendwelche Wünsche oder irgendwas habt, ihr könnt mir das jederzeit unten in die Kommentare reinschreiben. Ich lese mir die echt immer durch. Bis jetzt habe ich eigentlich noch einen Überblick. Bloß ich merke schon, der Kanal wächst und wächst und wächst. Zwar jetzt nicht ultra schnell, aber er wächst. Und das Ding ist dann irgendwann, wenn es so viele Leute sind, die dann kommentieren oder Fragen haben, dann schaffe ich das einfach zeitlich nicht mehr. Deswegen, sorry, wenn ich deine oder wenn ich dich persönlich oder deine persönliche Nachricht nicht gleich beantworten kann, weil ich gerade eine andere von dem Zuschauer beantworten muss. Wie gesagt, wenn es immer mehr Zuschauer werden und immer mehr Fragen kommen, dann wird es halt bei mir immer, ja, zeittechnisch immer ein bisschen eng, wie gesagt, alle Fragen zu beantworten. Aber ich wollte euch in dem Video zeigen, wie ihr ganz simpel ja, und ganz einfach A Cappellas bekommt. Hier habt ihr den Kanal, ihr könnt es wie gesagt auch auf Google mal eingeben, da kommen auch etliche Kanäle. Ich kann hier mal kurz schauen. A Cappella. Gut, wenn man A Cappella ist halt immer, zum Beispiel hier. Oder was ist das für eine Seite? A Cappella, bla bla bla. Warte mal, gehen wir noch. Free Download. Zack. Da gibt es schon eine Seite. Freevocals.com. Kenne ich nicht. Aber hier könnte man zum Beispiel auch A Cappellas runterladen. Genau, aber wie gesagt, ich beziehe die meisten A Cappellas von diesem Kanal. Ich verlinke euch den natürlich unten in der Videobeschreibung, damit ihr einfach gleich auf den Kanal kommt und nicht irgendwas suchen müsst auf YouTube. Und genau, hier zum Beispiel Ed Sheeran ist dabei. Kesha, geil. Kygo, was haben wir hier noch? Justin Timberlake, auch geil. Hier zum Beispiel hat er noch, ja, Trap Pack mit eingepackt, auch cool, also so ein Sample Pack sozusagen, auch zum Beispiel Free Trap Sample Pack zum Runterladen, wenn jemand von euch ein bisschen Trap machen will. Und genau, apropos Sample Pack, ja, ich wollte bei 200 Abonnenten eigentlich ein Sample Pack euch wieder schenken, aber ich werde es wahrscheinlich verschieben müssen auf das 300 Abo Special, sind wir jetzt auch nicht mehr so weit entfernt, aber dann habe ich ein bisschen Zeit, das Video, ja, voraus schon zu drehen, weil,
Ja, wie gesagt, es ist halt einfach bei mir zurzeit stressig. Ja, ich würde gern so viele Videos drehen. Ich habe so viel Gedanken hier im Kopf, was ich alles, ja, machen will und produzieren will. Aber halt, wie gesagt, mir fehlt einfach die Zeit. Und wenn der Tag, 48 Stunden hätte, wäre schon geiler. Naja, nicht so geil, weil dann müsste ich auch mehr arbeiten. Aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen, schaltet die Glocke ein. Dann seid ihr immer aktiv, beziehungsweise dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video oder ein neues Tutorial von mir kommt. Genau, das war's eigentlich von diesem kleinen Video. Also, wie gesagt, Leute, vielen, vielen Dank nochmal für den Support. Mega geil. Ich verlinke euch auch unten nochmal in der Infobox meinen Remix. Klar, da könnt ihr einfach draufdrücken, nochmal schön anhören. Ihr könnt es dann auch gerne euren Freunden zeigen. So gewinne ich natürlich ein bisschen Reichweite. Und kleine Werbung will ich noch für mich einbauen. Ich habe euch unten auch einen neuen Link reingepackt. Damit könnt ihr mich unterstützen. Keiner muss, es ist alles freiwillig. Ich würde mich natürlich freuen. Es ist eine kleine Spende dann. Ja, ich werde diese Spende, wenn ich eine bekomme, werde ich nur in dieses Studio stecken. Das heißt, werde dann neues Equipment mir kaufen oder einen neuen Synthesizer oder sowas, ja, den ich euch dann wieder in dem Video zeigen kann. Oder irgendwas hier hinten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich euch den Link reingepackt. Und jeder, der mir was Gutes tun will, kann ja gerne mal draufdrücken. Und ja, das war's jetzt von dem chaotischen und kurzen Video. Wenn es euch wieder gefallen hat, gerne wieder einen Daumen da lassen. Abonniert meinen Kanal. Ihr könnt auch gerne die Glocke aktivieren. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns zum nächsten Video. Und das wird richtig geil. Denn ich bin schon in der Produktion, beziehungsweise das Video habe ich schon angefangen zu drehen, ist aber noch nicht fertig. Wird auf jeden Fall, was haben wir denn heute? Heute ist Donnerstag. Wird auf jeden Fall die Woche, wenn ich es schaffe, noch auf meinem Kanal online kommen. Und in diesem Sinne, Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.